Herzlich willkommen im neuen, brutalen, verrückten Turbogoggle-Video. Leute, ja, wir sind wieder am Start und wir fahren mit Justin jetzt zum, ja, wie soll ich sagen, eigentlich auch ein Prominenter. Echt? Ja, Prominenter in dieser Berggrenzszene. Ah. Buck ist auch dabei übrigens. Opa. Den Buck liefern wir jetzt auch ab bei meinen Eltern. Es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich habe früher mit ihm viel gemacht. Ich habe sogar hier in Zecker an der Tankstelle gearbeitet und er war noch Geselle, dann hat er den Meister gemacht. Und dann haben wir zusammen gearbeitet. Ja, und irgendwann hat er sich selbstständig gemacht, so wie wir auch. Also ich. Du? Und dann habe ich ihm dort viel ausgeholfen. Ja, da musste ich aber zur Bundeswehr und ja, so ist das Leben dann irgendwie weitergegangen, dass ich woanders gearbeitet habe. Auf jeden Fall ist er natürlich bis heute ein sehr guter Freund geblieben, wohnt hier gleich um die Ecke. Und wir fahren auch ab und zu mal hin, er macht für uns auch die Achsvermessung. Ja. Ja, und da machen wir jetzt hin, weil der Holger hat ein ziemlich geiles Rennauto. Ein Bergrennauto, ein Bergrenner ist es. Und zwar ist es ein Opel. Ich sag mal, er sieht aber nur aus wie ein Opel. Ja. Ja, weil die Bodengruppe und alles ist von der Corvette. Soweit ich weiß, ist das eine Corvette. Ja, ich habe da davon leider nicht viel Ahnung, aber das wird der Holger uns auf jeden Fall bestimmt jetzt alles erzählen, was da genau dran gemacht worden ist. Weil der Holger, der hat auch eine Klappe, der kriegt die nicht zu. Ja, und da wird er bestimmt quatschen und quatschen und quatschen. Wir haben ihn vorhin angerufen und sagt, der Goggle, komm vorbei, wir machen das Video jetzt schnell. Ja, er ist jetzt auch, glaube ich, letztes Wochenende oder vor zwei Wochen, weiß gar nicht, wie er es nicht lügen, wir werden es ja gleich wissen. Irgendwo gefahren, hat glaube ich wieder den ersten Platz gemacht. Er ist auch ziemlich schnell unterwegs mit dem Ding. War damals auch mit dem Rissemotor, weiß ich noch, auch sehr schnell unterwegs. Aber jetzt mit dem V8 Corvette Motor ist er noch schneller. In welche Klasse er da fährt, weiß ich jetzt nicht. Ja, das erfahren wir auf jeden Fall gleich. Also Leute, wir sind gleich wieder für euch da, wenn wir beim Holly sind. Und schalten natürlich die Kamera wieder ein. Also bis gleich. So, wir sind jetzt bei meiner Mutter. Nicht meine Mutter schämt sich schon wieder. Ja, wie immer, wenn ich die Kamera raushole, dann muss ich immer gleich, oh Gott, wie sehe ich denn aus heute? Hallo, was denn? Bah, komm, jetzt geht's runter in den Garten. Willst du mitkommen? Ja, ich komme mit. Jetzt bestimmt mein Vater. Ja, weil wir fahren ja jetzt zum Holly. Zum Holly. Gerade gesagt. Ja. Und der Bug bleibt kurz hier. Kriegt jetzt mein Vater. So, da ist mein Vater. Warte, nicht erschrecken, wir haben Kamera dabei. Die beißt doch nicht, oder? Mein Vater ist da ganz locker, meine Mutter ist immer.
neue Kamera. Ja, nee, wir haben nur gerade gesagt, wir fahren jetzt zum Holger. Ja gut. Wir fahren jetzt zum Holger, machen mit dem Holger noch das Video und dann kommen wir wieder. Wir fahren aber dann später noch nach zum Heiko, an den See unten, weißt du? Und machen dort ein Video. Hast du Zeit? Okay, also bis gleich. Ciao. Tschüss. Bitte. Ciao. Was hast du die Leine hin? Ich brauch die nicht. Nein, die Leine hast du angeleint, der Bug? Ja. Und das abzischen. Also, weiter geht's. Wir sind jetzt beim Holly angekommen. Und zwar ist die Linse überhaupt sauber. Weil da sind so ein paar kleine Punkte drauf. Ihr schneidet immer so einen Scheiß, lässt alles drin. Hey. Ja, sicher. Gerade das feiern die Leute. Versteht, da ist er auf jeden Fall. Der Superstar aus dem Odenwald. Ja. Bergrenn-Superstar. Super. Ja, bist du ja so ein kleiner Prominenter eigentlich, ne? In der Bergrenn-Szene, definitiv. Ja, ich bin ja da nicht so drin. Sagen wir mal so, das Auto ist eigentlich im Ausland fast noch bekannter wie in Deutschland. Warum im Ausland? England zum Beispiel, Total Vauxhall hat einen Bericht über mein Auto gemacht. Die haben eine Auflage von 200.000 Stück. Mhm. Da gehen immer so 180 weg, maximal. Da muss es ein guter Monat sein. Und wo die Ausgabe mit mir kam, war in 3 oder 4 Tagen die komplette Ausgabe verkauft. Die wollte nochmal auflegen. Ja, aber warum? Wie kamen die auf dich? Du. Gucken die also Bergrennvideos? Ein Kumpel von mir ist in Amerika gewesen. Der geht jedes Jahr 4 Wochen nach Amerika. Und hat sich natürlich Autozeitschrift gekauft, weil es genauso bekloppt ist wie mir. Blätter, 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 ist einer von meiner Schraube von Hamburg. Mhm. Was ist das? Steht 4-Seiten-Bericht von meinem Auto in Amerika. Das ist krass, ne? Wie im Corvette, weißt du? Corvette, weil das ein Corvette-Motor ist. Und das Allerbeste ist das. Schickt er mal irgendwann der Allergleiche. Guck mal da, kannst du das lesen? Ich denke mal beim Scrollen, hä, japanische Schriftzeichen. Das für mein Gesicht. Weißt du, japanische Schriftzeichen. Echt? Ja, ja. In Japan hat einen Bericht in der Autoszene. Also das ist eigentlich ist der Bock ganz schön bekannt. Der Bock, Welt. Ja. Ja, ja. Es ist ja eigentlich ist ja kein Opel. Habe ich vorhin schon erwähnt im Video, wo wir hergefahren sind. Ne? Ja, es sagen ist ja kein Opel mehr. Sagen wir mal so, die Basis von dem Ganzen ist ein Corvette C4, 1990er, ZR1. Ja. Und mir wird die eigentlich gestrippt. Das, eigentlich hat das ausgesehen wie Koka, der Großes. Es war nur die Bodengruppe, die 4 Räder, fertig. Und dann haben wir im Endeffekt... Ja, ist die Bodengruppe noch von dem... C4, ZR1, Corvette. Also nicht irgendwie so ein Stahlrahmen gebaut und den Motor reingesetzt? Nein, das ist ein Corvette. Alles runter, Kadett drauf. Weggeflext? Alles wegflext. Oder kannst du bei der Corvette den Motor wegschrauben, wie bei dem Käfer? Große Flex. Einmal außenrum und über dem Schweller. Aha. Und durch das, dass aber die Corvette ein Targa ist, ist sie nicht zusammengebrochen. Weißt du, die ist ja so gebaut, dass die das Dach nicht braucht. Ja. Und deswegen konntest du die Jacke wegschneiden. Wie ein Cabrio, ohne rum stabil. Genau, und konntest wegschneiden alles. Und dann haben wir im Endeffekt den Zeger, der da oben drauf gesetzt. Also kannst du den komplett oben nehmen und also abnehmen? Nee. Kannst du nicht? Alles verschweißt. Ach, das ist verschweißt. Das ist alles wieder richtiges Auto. Aha, okay. Ist eine schöne Corvette. Okay. Und dann, aber du hast, glaube ich, warte mal, hast du nicht noch eine zweite Corvette mal gekauft? Ich habe doch einen Unfall gehabt. Und da war der Rahmen alles verzogen. Bin ich doch mit 140 auf dem Baum. Und dann war das Rad komplett unter der Frontscheibe und der Rahmen komplett verbogen. Und wir haben ja keinen Richtsatz, nichts gehabt. Dann haben wir 2. Corvette gekauft, habe die komplett auseinandergerissen unten, habe die auf den LKW-Rahmen auf den Krumme drauf geschweißt. Ja. So, alle Aufnahmepunkte auf den LKW geschweißt mit Rohr und Röhrli und allem drum und dran. Die Corvette runter, dann haben wir den Rahmen rausgeschnitten aus der Corvette weg. Kadett drauf, dann haben wir gesehen, was krumm ist, weil ja die Aufnahmepunkte von der Originalkabel da sind. Eigentlich haben wir uns selber eine Rahmenrichtbank gebaut, weißt du? Ja, gezogen, gerichtet, den Rahmen hinten eingeschweißt wieder in mein Kadett. Ja. Und gleichzeitig, weil man die Aufnahmepunkte hatte, haben wir gleich Rohrgitter vor der Achse gebaut. Nicht wie ich im Gewicht, die Gewicht zwar ein Drittel nur, aber du bist unten null an die Ölwanne gekommen. Also habt ihr euch jetzt so eine Form praktisch gebaut? Gibt's nicht mehr. Warum nicht? Und was ist, wenn wieder zusammenrennst? Was ja auch passieren wird bestimmt? Ich hoffe. Herr Stuf, ist soweit? Ja. Nervig. eigentlich nervig sind so Dreh wie gerade viel schlimmer. Quatsch, nee, aber wenn nochmal sowas passiert wie da, was ich wirklich nicht will, und dann
Ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich sage, es muss nichts mehr sein und bevor ich merke, ich muss 130% geben, dass ich gewinne. Mhm. Und es ist ein mega Risiko dabei. Ey, schlechtes Wetter, steck halt zurück, leg mich am Arsch. Ja, ja, ja. Weil ganz ehrlich, es ist so krass, ist der letzte Wertungslauf rum. Nicht nur die Siegerehrung ist rum, ist es schon scheißegal eigentlich, was an dem Rennen alles war und was du gemacht hast. Klar ist die Siegerehrung immer noch das Tolle, du hast gewonnen, aber im Endeffekt sind wir schon beim nächsten Rennen. Weißt du, das ist so kurzlebig. Ja, ja. Also ist es eigentlich viel wichtiger, du machst nichts kaputt. Mhm. Klar bin ich jemand, der wo gewinnen will, ich bin ehrgeizig wie die Sau. Ja, ja. Ja. Du fährst ja da nicht hin, um einfach den Berg da hochzufahren und hier Spaß an der Freude. Ja, du willst ja gewinnen. Da kann ja mein Dreier kombinieren. Also du willst zumindest einer von der ersten dreimal sein, oder was? Also mein Ziel mit dem Auto ist halt wirklich Tourenwagen Gesamtsicht zu fahren. Ja. Dafür ist das Auto gebaut. Mhm. Und das ist machbar. Und in was für Klasse fährt das? PF1, Performance Faktor 1. Da musst du mich mal kurz aufklären. Ich habe da keine Ahnung. Ja, die haben das jetzt ganz neu gemacht. Ich glaube, da blicke manchmal nicht durch, die da fahren. Eine offene Klasse? Also ich fahre in der größte Klasse. Sagen wir es mal so. Aha. Also die schnellsten? Ja. Okay. Weil da gibt es ja die Golf 1 da, ne? Und ja, so, die und so, fahren PF2, PF3, PF4, PF5. Es kommt immer davon. Das jetzt zu erklären ist... Warum fährst du in der größte Klasse? Weil das Auto so viel Leistung hat? Nee, das Gesamtpaket. Ich habe so viel Leistung. Ich habe sequentielle Sechsgang. Das sind so Parameter. Nicht alle. Manche haben wieder zurückgerüstet, damit sie Klasse schlechter sind. Aha. Weißt du, weil sie so bessere Chance haben. Früher war das nach Hubraum aufgeteilt, was ich persönlich auch besser fand, weil dann warst du einfach. Da sind die 1600er zusammengefahren, jetzt fahren 1600er mit Turboautos zusammen, weil sie vom Umbau her extremer sind. Weißt du? Das ist eine gut gemeinte Idee. Also ich finde die Idee mit dieser Performance-Klasse finde ich klasse, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Wieso? Also, weil einfach ein alter Escort gegen neue Mitsubishi Evo mit 800 PS fährt. Der Feinschliff fehlt, sagen wir es mal so. Ja, ja. Und ich fahre in der größte Klasse, für mich gab es gar nichts anderes. Das ist wie wenn man jetzt 100 Meter rennen würde und ich renne mit meiner 47 und es muss ein Opa rennen mit 80. Ja, das und dann kommt noch dein Sohn links vorbeigezogen. Genau, und dann kommt der auch noch so ungefähr. Oder er. Kann ich es vergleichen? Er, ja, der kann gut rennen. Ja. Ja, ja. Der muss ja Fahrtrenner von dir, das ist ja sicher. Das meinst du, der als Sehens in der Arsch geht? Okay, ja. Dann rennt er fort, verstehe. Kriegst du gar nicht. Ja. Jetzt zeig ich mal das Auto. Komm, wir gehen mal ans Auto. So, da sind wir jetzt. Ja, jetzt habe ich gedacht, wir können jetzt da direkt drum mal eine Runde fahren. Im Moment ist er etwas zerlegt, das ist aber nicht viel, sieht zwar noch viel aus, aber das ist in 10 Minuten ist das so gemacht. Das ist das gute Stück. Ja, ich muss ein Radlager wechseln, ich habe noch ein paar Signal vom linken vorderen Rad, vom ABS-Sensor, wo die Traktionsrolle abgenommen wird. Tut ein bisschen rumzicke, dann mache ich jetzt Radlager, damit es leicht spät wird und nochmal alles sauber machen. Und im Endeffekt, so wie ich es eigentlich immer mache, vor jedem Rennen, immer alles durchgucken. Ja. Das, Holger, das ist alles original, das ist nicht original. Das ist Zelle vom Zellebauer, das ist homologiert. Aber die Rahmen, die Spritzwand auch nicht, also eigentlich Spritzwand nicht, was, oder sagen wir es mal andersrum, weißt du, was Kadett ist? Mhm. Das ist Kadett, das ist Kadett. Das Dachgerippe ist Kadett, weil die Haut ist Acarbon. Mhm. Die Seitewände und das Heckblech ist Kadett. Mhm. Der Rest ist Corvette, Carbon. Oder halt ein Rohr. Das aber es ist kein Rohrgitterrahmen. Man hätte so eine Serie bauen können, theoretisch. Wäre das nicht einfacher gewesen, einen Rohrgitterrahmen zu bauen? Dann den Kadett da drauf zu setzen und das Modell? Na, sagen wir mal so, vom Sicherheitsaspekt her mit Sicherheit nicht. Den Unfall, was ich da gehabt habe, wie gesagt, das Rad war hier. Echt jetzt? Das war hier. Die Krümmer hat es mal weggerissen vom Motor, durch das, dass ich geglüht habe, hat es im Kopf nichts gemacht, sondern die waren wirklich weggerissen. Mhm. Der Rahmen, der hat so Knotenbleche drin. Überlege mal, der war 90 Grad rumgebogen, was da Energie abgebaut worden ist. Und weißt du, wer die Energie da nicht abgekriegt hat? Ich? Ha, du. Rohrgitterrahmen, weißt du, was der gemacht hat an der Stelle? Ich wäre zur Frontscheibe rausgeflogen. Mit Gurt, mit Sitz, mit Rohr wäre ich dann aus. Alles, was das Auto an Energie absorbiert, kriegt der Fahrer nicht ab. Gibt es da Bilder noch vom Unfall und so? Die könnten wir ja mal mit einfügen. Das würde mich interessieren. Geht da per WhatsApp. Gab's da nicht sogar ein Video, wie du da reingeballert bist? Gab's von hinten, gab's mehrere von hinten, sind aber bei YouTube. Ja.
Und es gab auch von vorne eins und das hat mich am meisten erfahren. War das nicht das, wo du gesagt hast, ich habe das erste Mal onboard eine Kamera gehabt und da ist es gerade passiert? Nee, onboard. Wo du gesagt hast, ich tue nie wieder eine Kamera rein? Oder im 2 Liter. Ich habe im 2 Liter früher immer eine Kamera reingemacht und ich habe immer einen Unfall gesehen. Immer. Dann habe ich gesagt, es kommt nie mehr Kamera ins Auto. Und jetzt? Jetzt ist schön. Immer eine drin. Also lag es nicht an der Kamera. Nee. Da war irgendwas anders im Busch. Nee, die schwarze Katze gibt es einfach nur bei abergläubischen Menschen. Ja, Fahrer sind eigentlich alles abergläubisch, aber ich gehöre leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht dazu. Geil. So, und der Motor, jetzt pass auf, jetzt kommen wir mal zum Motor. Was hat denn der? Was hat denn der an Hubraum jetzt? Ist der, also ist ein 5,7 Liter, der Hubraum, also der Hubraum, Hubraum ist original geblieben. Der ist so geblieben. Was natürlich alles ist, im Endeffekt ist nur noch die Hülle. Mhm. Wir haben andere Kohlwelle, sind von 90 Grad auf 180 Grad Flipplane. Mhm. Welche Agilität, Drehzahl. Drehzahl. Andere Bläule, andere Kolbe, die Köpfe sind bearbeitet, die Köpfe sind auch noch original, klar, aber halt andere Nockenwelle, weil du hast andere Zünderreihenfolge. Ja, klar. Stimmt, sonst würde die Übersteigung gar nicht zu der Kuppelwelle passen. Ja, deswegen ist der erste Drehzahl. Es ist mehr im Endeffekt, um es zu erklären, für Leute, die jetzt mit Flatplane und 90 und 180 Grad viel anfangen können. Vorher hat er sich angehört wie ein Ami V8 und jetzt hört er sich auch wie ein Ferrari V8. Ja. Vom Ton. Vom Ton. So kann man es eigentlich am besten erklären. Du hast aber zwei separate Auspuffanlagen oder geht die hinten auf eins? Die sind separat. Deswegen hört sich es aber auch vielleicht so an. Der hört sich ja auch wie ein Vierzylinder. Normal müsstest du mal probieren, hinter irgendwie zusammenzuführen. Nee, probiert. Und wie hört sich das dann an? Es hört sich zwar anders an, aber leistungsmäßig ist nicht gut. Echt jetzt? Nein. So schafft jede Bank für sich. Okay. Deswegen hört sich der auch wie so ein brutaler Vierzylinder. Ja, da schreie ich richtig, ne? Ja. Da machen wir auf jeden Fall auch mal ein Video mit rein, wie der den Berg da hochfährt. Der hört sich, also der ist extrem laut. Ich war ja in Eichenbühl jetzt. So laut ist er auch nicht mehr. Warte mal, Eichenbühl war ja letztes Jahr, ne? Ja, und Leistung sind wir jetzt halt bei 760 PS rum jetzt mittlerweile. Und was war der serienmäßig? 390. Echt? 410 gab es einmal so. Ja, aber so wo habt ihr jetzt die ganze Leistung hergeholt? Das ist ja das Doppelte an Leistung. Ja, erstens einmal haben wir Rennspritze drauf. Also nichts mehr mit zwei Klappenteilen, wie es früher mal war. Sind die nicht mal 14:1 verdichtet? 14:1? Verdichtet? Oh, sehr hoch. Wir haben ja früher fast 50. Aber da fährst du kein normaler Sprit mehr, oder? 102 Oktan. 102. Mit normalem Sprit? Nee, da klingelt der sich. Da kann ich dann noch einmal. Da kommt die weiße Fahne raus, ne? Und dann halt im Endeffekt mit anderen Kolben, andere Nockenwelle. Wir haben Nockenwelle mit Hub von 15 mm. Und wenn das Ding 9000 dreht, willst du glaube ich nicht sehen, wo die Bedienung ist. 15 mm hoch. Knapp 15 mm hoch. Boah, wir haben im Renner 13.1 oder sowas gehabt und das war schon heftig. Also wie gesagt. Wie läuft denn der Stand noch ganz ruhig? B-Serie Auto fast. Echt jetzt? Aber halt 2000 Umdrehungen. Ja, gut 2000. Auf 1000 kriegst du wahrscheinlich nicht teilen, ne? Aber ich dachte mal. Nee, möchte auch nicht, aber da ist der Öldruck dann so niedrig, das machen wir nicht. Ja, aber du hast eine Trockensumpf, oder? Ja, aber du kannst nicht regeln im Stand mehr. Nee, wir haben die jetzt schon so gemacht, dass sie bei 2000 gut ist, aber dafür geht es halt oben aus. Ist wichtig, ja. Wir fahren im Stand Gas. Geil. Und die ganze Quellenkorn, ist alles Serie noch Corvette? Die untere Querlenker ja, die obere, die gab es in Amerika im Zubehör mit Rechts-Links-Gewinde zum Stürzen und Nachlaufeinstellen. So wie die sind, $500. Das baust du in Deutschland, das baust du nicht für das Geld. Krass. Ja, und jetzt habe ich halt den Winter umgebaut auf. Jetzt habe ich den Winter umgebaut auf Schallwippe. Nichts mehr Schallhebel. Ja, das. Ach so, stimmt. Stimmt, du warst schon bei mir und gesagt, da brauchen wir so einen Kessel, ne, für die Luft. Ja, bist du jetzt schon mit der Schallwippe gefahren? Ja, klar, schon zwei Reihen. Und geht es gut? Ich brauche keinen Schallhebel. Ich will das gar nicht. Ja, ist besser. Also ich habe gedacht eigentlich für mich, alter Mann, ist das wieder... Brauche ich das? Ist so... Ich war am Hebelreise, ne? Aber du, noch der erste 3 Kilometer habe ich gewusst, nie mehr. Ich habe schon nicht gewusst, dass ich habe es bald vergessen, dass ich die Kupplung ums Ohr halte. Ja. Schalte, beim Runterschalter spüre ich auch die Kupplung. Ja, aber nur mit dem Zwischengas. Das ist alles so eingestellt. Das ist so... Nee, aber du schaltest halt effektiver, du schaltest mehr. Weißt du, ziehst halt einfach mal runter und schalt schon mal schnell runter. Das machst du nicht, wenn du immer nach rechts lang musst. Das machst du einfach nicht. Ja. Du hältst schon so bei Laune mit den Schaltwippen, das ist.
Ja, ich habe das damals schon gesagt, mach mal Scheinwippe neu. Ich weiß nicht, warum ich rum, ne? Ja, das braucht schon einen Scheiß. Und der Tank, der Lufttank, langt auf jeden Fall durch die. Wie viele Kilometer fährst du so den Berg hoch? Wie viele Kilometer sind das? Ja, also langt das, der gewinnt der, oder? Der Kompressor füllt das nach. Das reicht. Ja, Justin, gib mal, ja? Achso. Nochmal drüber. Ich weiß noch, mach das jetzt. Hier ist der Ding noch da. Was denn? Der Expander. Ja. Mach den rein und weg. Jetzt wieder Avila. Eieiei, du kannst das einfach kippen, so der Spoiler. Ja, dann muss man halt festmachen. Der größer hat es denn nicht mehr mit dem Spoiler. Das ist das Maximum, du Arsch. Siehst du, so sieht das aus, wenn ich das umbaue. Ja. Tja. Kannst du damit irgendwas sagen? Also, wo ich mir den Tank angeguckt habe, waren die Leitungen nicht ganz so wie daneben verbaut. Gib mal her die Kamera kurz, das muss ich mal von hier mal filmen, oder du gehst auf die Seite. Jetzt sei ehrlich, ist top gemacht, oder? Du meinst den Kessel da? Ja, ich nicht. Das ist jetzt der Fritz fragen müssen, ob ich top gemacht bin. Nee, aber es ist doch sauber gemacht. Ja, da ist der Kompressor, da ist noch ein Wasserabscheider. Mhm. Der hat ja jetzt, was soll denn der, 10 Liter oder was, ne? Der hat 10 Liter und bei 5,5 Bar geht der Kompressor an. Da habe ich vorne in meinem Schaltblock von KMP habe ich im Endeffekt den Drucksensor drin. Und wenn ich schalte und bin bei 5,5 und ich brauche auf jeden Fall 5, dann fängt sofort der Kompressor an. Ich habe sogar im Display Druckanzeige drin, dass ich auch sehe, wie voll der Kompressor überhaupt ist. Wenn der vollgepumpt ist und du startest runter, ne? Geht fast bis ans Ziel. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Bei mir in der Dataufzeichnung sehe ich, wann er angegangen ist und wann nicht. Also ich würde sagen, du könntest wahrscheinlich sogar mit einer Füllung komplett fahren. Also du brauchst schon nicht viel Luft dabei. Ja, das ist gut. Ja, ich habe damals im Renner bei mir, der war zu klein. Ich bin die Meile losgefahren, erster, zweiter, dritter, schon habe ich ihn gehört. Weißt du? Ich habe so bloß so einen kleinen gehabt. Also meiner geht, glaube ich, im Zielmull oder bei der Rückführung um. Aber ich muss sagen, wir haben damals meine Schaltung, die erste Schaltung, haben wir selber gemacht und haben da so diese Luft, wie heißen diese Dinger? Herrgott, so Luft, so Stange da, weißt du, was ich meine? Ja. So lange. Ja. Und die haben halt viel Luft gebraucht. Ich habe so einen Zylinder. Habe ich ja jetzt auch. Und deswegen brauche ich jetzt nämlich so viel Luft. Da muss ich mal den Block da. Das ist halt vom KMP. Da war das Lenkrad her, ist daneben. Und da ist im Endeffekt. Ja, du kannst mal reingucken. Im Endeffekt ist daneben ein Drucksensor drin. Ja. Da wird im Endeffekt geschaltet mit Magnetventilen. Da ist alles drin in dem Block. Und ich habe halt da den Weg so kurz wie möglich zum Getriebe gemacht, dass du für einen Schaltvorgang wenig Luft brauchst. Umso länger die Schläuche sind. Ja. Umso mehr Luft. Umso zäher schallere, ja. Wobei, wenn die Luft geht ja durch die Schläuche nochmal nicht verloren, weil der Druck bleibt ja dauernd. Ja, aber trotzdem, ja, oder? Nee, der hinten aus bleibt der Druck nicht, du fühlst ja das. Du tust ja nicht jedes Mal den ganzen Schlauch mit Luft füllen. Nee, der ist immer unter Druck. Nur denn, die sind ja leer. Ja. So, und umso größer die Schläuche sind, umso mehr Luft brauchst du und umso langsamer schallere, ja. Auf jeden Fall funktioniert es gut. Super. Ja. Ja, und wie gesagt, du kannst halt auch am Lenkrad. Kann schon wirklich, du kannst jetzt Servolenkung einschalten, Scheibenwischer einschalten. Ach du Scheiße. Display vor und zurück, Launch Control, der Locker, du startest, dann kannst du Mapping 1, 2, 3 machen. 3 ist Mädchen-Mapping, sag ich, also das ist im Nasse, aber du fährst gerne im Nasse mit dem Ding. Du hast Traktionskontrolle, 8 Stufen. Und daneben mache ich den neutralen ein. Da habe ich ja nur den Knopf, da geht es nicht über die Wippe. Ganganzeige hast du auch, ne? Die sind im Display. Ich zeig dir mal. Oder? Jetzt pass auf. Ja, schon auf dem Display. Was ist das für ein Display und was für ein Hersteller? AEM. AEM. Das größte von den 10 Zoll Display ist das. Gibt es ja von der Zumas da auch so ein Ding da, ne? Was? Von der Zumas, da gibt es ja auch so, das ist schon geil, das Ding, ne? Display. GPS-Suche, für was brauchst du GPS? Ach, wegen Geschwindigkeit. Für was? Nur für Datenaufzeichnung oder was? Ach so. Navigation habe ich im Moment nicht umgeklemmt. Ja, aber warum per GPS? Hast du keinen Geschwindigkeitsgeber irgendwann mal über die ABS-Sensoren?
ihn drauf, ich hab ihn drauf. Ja, jetzt ist der Krach mit dem Schnitzel. Jetzt ist der 7,5 Bar drauf hin. Ja. Geil. Ja, und dann kannst du halt im Endeffekt am Start, an der Startlinie drückst du locker und im Ziel drückst du locker. Und dann hast du die Strecke schon angelegt automatisch durch das GPS. Mhm. Und dann sehe ich im Ziel, wenn ich abrufe, sehe ich sofort die Zeit durchgefahren bin. Ach so, okay. Kannst gleich jubeln. Oh. Ja, manchmal möchte man das schon. Geil. So, Carbon alles, ne? Da ist ja nichts mehr. Was wiegt das Ding? 1160 Kilo. Oh, das ist aber viel. Ne? Ja, da wiegt halt 350 Kilo LE. Das ist aber viel, wenn ich so überlege, mein Renner hat 1080 oder so. Mit Allrad. Mhm. Das ist schon viel, ne? Ja, ich habe ja keinen Golf. Ich habe ja keinen Golf. Aber Corvette. Ja, der Rahmen ist halt auch stabil. Ja. Du, pass auf, wo ich einen Unfall gehabt habe, haben wir den Rahmen rausgeschnitten. Und der hat in dem Rahmen hat er so 90 Grad Eckblech von vorne bis hinten. Mhm. Hättest du hundertprozentig, wenn sie beide aufgeschnitten ist, 50 Kilo machen können. 40 Kilo. Nee. Werfkohlenstoff und die Sicherheit. Ja. Weiß ich, ob das dann noch so funktioniert, wenn ich auf den Baum fahre? Ich meine, ich will nicht nochmal auf den Baum fahren, ich möchte gar nichts mehr drauf fahren. Aber im Endeffekt haben damals selbst die Sportkommissare gesagt, und auch die technische Kommissare, sie wüsste nicht, aus welchem Auto nach dem Unfall der Fahrer noch selbstständig ausgestiegen wäre. Mhm. Ich werde es nicht vergessen, der, wie hieß der, Plaza, ne? Glaube ich. Der ist ja verunglückt damals. Ja, ne? Aber beim Georg ist es so, wenn du den Einschlag siehst, ich meine, du wärst hier auch schwer verletzt gewesen, aber ob du tot gewesen wärst, weiß ich nicht, weil am Georg sein Auto, das war ein Rocketer-Rahmen-Auto. Ja. Starre Lenksäule, Kerze gerade, alles starr. Der ist ja frontal drauf, ne? Ja, aber das Auto lag 15 Meter neben dem Einschlagort, bei über 200. Boah. Das hättest du auch nicht überlebt, wenn nichts passiert wäre. Mhm. Da ist null Energie abgebaut worden. So, jetzt bei dem Auto habe ich jetzt gesehen, bei dem Unfall, da hat der Rahmen so viel Energie aufgenommen, wo der Fahrer halt dann nicht abkriegt. Wie schnell warst du da bei dem Aufprall? Was haben wir drauf gehabt? 130, 140. 130, 140. Und das voll auf dem Baum. So seitlich oder frontal? Der Baum ging genau zwischen Rahmen und Rad rein und hat alles nach hinten gerissen. Wie hat sich das angefühlt? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich hab's Leber an mir vorbeiziehen. Ja, warst du erstmal so, bist du normal aus dem Auto ausgestiegen oder erstmal Kopfschmerz oder irgendwas? Hey, oder? Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ich will hier raus. Aha. So, und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass drüber eine Tür von ihnen gar kein Aufmacher ist, weil die war verkeilt und ging nichts mehr auf. Dann bin ich hinübergekrabbelt in dem Auto und habe versucht, die Tür rauszudrehen. Ja. Weil ich gedacht habe, die dreht schon raus, die sieht noch ganz aus. Sei froh, dass das Ding nicht angefangen hat zu brennen, ne? Ich werde rauskommen. Da wärst du nicht mehr rauskommen. Ich werde nicht rauskommen. Mhm. Und was der Hammer ist, überleg dir mal mit dem Einschlag auf dem Baum und da war nichts abgerissen an dem Originallenker. Warum soll ich da was anderes einbauen? Ja, ja. Welche 5 Gramm oder? Ja, ja. Das Ding ist stabil. Und vor diesem Unfall hat jeder gesagt, du mit deinem Panzer. Nach dem Unfall hat das keiner mehr gesagt. Mhm. Dann hast du halt die Vorteile gesehen, wie sicher das Auto ist. Geil. So, gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, alles so zum Auto erstmal erklärt, oder? Ich weiß noch, wo der Holger angefangen hat damals. Die Anfangszeit, da habe ich noch mitgeschrieben. Hey, ich habe nur Bilder, wo wir Geburtstag gefeiert haben. Da sind wir doch auf die Hebel mit dem Auto umgekrabbelt. Die sind ja bei Facebook, glaube ich, mal. Ja. Sind die noch bei Facebook? Die müssen wir mal schauen. Bei Facebook, immer bei Facebook. Ja, dann müsst ihr die holen wir mal aus. Die zeige ich euch mal. Da haben wir am ersten Rennauto geschaut. Das weiß ich noch. Da drüber verstanden. Ja, ich bin eingeschweißt. Ja. Und dann war das weiß ich, also ich hab's vergessen, ich mich ja letztens auch schon jemand guckt, da waren 16 Ventiler drin, 2 Liter. Von Orang, von welchem Tuner? Feusner. Genau, und das war ein Calibra-Motor, dann kann der EGSI-Motor, das war so ein C20. Und mit dem sind wir zusammengefahren. Und das Ding ist aber schon brachial gegangen. Der ist dummel schon gut gegangen und hat aber nur 250 PS gehabt, aber 260. Mensch, dass der nur so wenig gehabt hat. Der war halt kurz übersetzt. Ey, du musst jetzt mal mitfahren. Wir fahren mal zusammen mit dem. Bitte, mach mal. Ich weiß nicht. Mach mal. Ob ich das mache? Ach, jetzt komm. Puh. Also pass auf, ich hab jemanden erschafft in einem Altersheim. Also, Pampers wäre kein Problem, halt deiner Größe. Haben wir in der Firma auch? Ja, wir haben so große Pampers. In der Firma? Ah, okay. Aber ich weiß nicht. Also, Warum haben wir die öfters oder was? Nee, da habe ich Respekt. Also, da habe ich wirklich. Vor allem als Beifahrer. So alleine vielleicht so ein bisschen Gas geben, so, aber als Beifahrer. Jetzt komm, einmal geht. Ey. Ich bin bei dir auch schon drin gesessen. Ja. Das Fahren hat mich, ja, aber ich muss schon sagen, das hat mich beeindruckt. Was? Puh,
das ist brutal in der Nähe. Also in der ach so, Viertelmeile, Ding. Ja, wir sind ein bisschen mehr zusammengefahren. Ich habe gesagt, irgendwann fahre ich mit. Und hast schon einen Lornstadt gemacht. Also da war ich aber beeindruckt. Das war ein Golf, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er Wunsch gehabt. Ja, das ist der Start. Ist praktisch. Ich komme mich gar nicht hin. Gott sei Dank, weil ich hinter Ohr gelege, sonst wäre ich hinter eingeschlagen. Das ist mit. Das ist brutal. Da kriegst du nichts mehr mit, ja. Das ist brutal. Da drehe ich die Räder gar nicht. Das geht immer nach vorne, ne? Was mich noch beeindruckt an dem Auto, ne, muss ich dazu sagen, das Getriebe. Das Getriebe ist von Anfang an drin. Das ist von 2 Jahren. War das noch nicht kaputt? Wir haben jetzt dieses, den letzten Winter das erste Mal eine große Revitation gemacht und da gebe ich zu. Aber die überlegen wir sehen, oder? Da haben wir für 2.800 Euro Material eingebaut. Harry hat zerlegt und alles gewischt. Es war mal Zeit, aber überlegen wir, das war das erste Mal so richtig und ich habe das in 2 Liter 7 Jahre gefahren und seit 2016 dem. Ja. Das Getriebe ist schon geil. Das ist nicht, also traktiv, ne, glaube ich, war die Firma. Vor allem die, nach so vielen Jahren, die Dockzähne, gut, die waren schon bestimmt. Die Dockzähne habe ich jetzt. Die Flanke war halt nicht mehr ganz geglänzt. Also schwarig, aber noch 10 Grad fest, ne? Nee, mehr Neugier. Aber du hast gesehen, die habe jetzt glitten. Die Härteschicht wird jetzt so langsam aus sich ab. Aber nach der Zeit. Vor allem du. Also ich habe es mit Harry drüber gehabt, weil die habe ja noch ein größeres Getriebe, wo wir alle drehen können. Ja. Wiegt aber 30 Kilo mehr. Und da Harry selbst auch gesagt, sag ich da, du, selbst wenn du jedes Jahr in das Getriebe 500 Euro stecken musst, das ist immer noch billiger wie alles andere. Wir haben ein Hausgetriebe, ja. Deswegen, wir fahren jetzt die Saison ganz und dann nutzt der Harry wieder komplett zerlegen und eh mal gucken, wie alles aussieht und dann können wir entscheiden, wie oft wir es aufmachen oder nicht aufmachen. Das ist die Arbeit, musst du halt machen. Geil, geil. Das letzte Rennen habe ich jetzt wann gefahren? Vor 2 Wochen? Vor 2 Wochen in Wolfsfeld. Und was für Platz hast du? Erster. Erster? Wobei, da muss ich sagen, das war nicht meine Strecke, über die Strecke reden wir besser nicht. Okay. Ja, 1,6 Kilometer, 5 Spitzkehre. Du hörst eigentlich bei jedem Obremspunkt auf Spoiler auf die Straße schlagen. Mhm. Das ist nicht die Strecke für das Auto. Mhm. Okay. Ich bin am ersten Rennen, Saisonstart, war ich Gesamtsieger, muss ich dazu sagen. Da, das war eine Strecke, wo flüssiger war. Von wie vielen Autos? Also in deiner Klasse? Nee, ich war von 120 Autos. 120, von 120 Autos? War ich schnellstes Auto überhaupt. Ja gut, du warst schon. Und selbst im Nasse. Ich bin ohne den ersten Wertungslauf. Ich muss sagen, Holger war schon immer total verrückt beim Autofahren. Ich werde es nie vergessen, der hat mal einen uralten Omega gefahren. Ich glaube, ein Schwarzer. Ein Kombi. Und ich mein Enzer Golf 60V schon damals drin, vor weiß ich wie viel, 25 Jahren. Mensch, die Kurve nach dem Schützerhaus. Ja. Der Holger hat, weiß nicht, so das ist breite Reife drauf, keine Ahnung, was für ein Fahrwerk, irgendwas Billiges. Und dann bin ich gefahren nach Mosbach und sehe der Holger ist vor mir. Dann hat er runter geschaltet und da oben war so eine schöne Rechtskurve. Die bist du halber quer durchgefahren, ne? Ja, und auf 3 Euro. Und ich habe für das, was, das, was der kann, das kann ich genauso, ne? Am Arsch, der ist weitergefahren, ich bin da gar nicht gefahren. Echt? Ja, ja. Sagen wir mal so, ich hab gesehen, dass er hinter mir war. Und bin halt wirklich einen Gang runter, waren 3 Liter, schön durch die Kurve durch, langer Radstand, verschmackt, merkst Rädelluft. Und noch die Kurve war auf eben der Rückspiegel leer. Also wie so ein Hase. Oh, da war ich. So unendlich in der Wiese gestanden. Ja. Ja, aber das ist das. Du hast du gemeint, du kannst ja so schnell wieder Omega auf jeden Fall. Ja, ich hab gemeint, das, der kann da vorne, das kann ich gar nicht. Aber der Golf durch die starre Achse hin und alles. Ja, und dann der lange Radstand. Du bist nur weggehüpft. Von dem Hecktrieb der lange Radstand. Der fährst du jede Kurve viel schneller. Ja, auf jeden Fall war vor den 1 Meter da oben. Geile Zeit, auf jeden Fall. Ich hab's vorhin schon erwähnt, aber das wird auch nicht mehr kommen, so. Das, die Zeit kriegen wir. Nee, das ist vorbei. Die Erinnerungen bleiben. Ja, aber geile Erinnerungen auf jeden Fall, ne? Ja. Gut, dann haben wir ja alles, glaube ich, soweit. Jetzt wollten wir auf jeden Fall noch erzählen, wegen Eichenbühl. Ja. Wollten wir noch erwähnen. Gehen wir mal raus, oder? Ja. Ja. Wir haben hier nämlich. Veranstalter? Ja. Doch, das ist der Veranstalter. Und zwar vom Bergrennen in Eichenbühl. Da kannst du uns gerne was zu erzählen, wann das ist, wie das ist. Keine Ahnung, ist das hier? Ist das das? Nee. Doch. Doch, das, das ist ja, ja, das ist unser Flyer. Das ist ein Roll-up von unserem, ja, unser Clubmitglied, der Holger Hofemann. Mit seinem Panzer oder mit seinem Koffer, wie er immer sagt. Und wir haben dieses Jahr den Deutsche Automobil-Bergmeisterschaft haben wir wieder in Eichenbühl zum 54. Mal. Und das Bergrennen ist am 9. und 10. September hier in Eichenbühl bei Mildenberg. Das ist quasi, und da sind wir ein bisschen stolz drauf, das Heimrennen von unserem Holger Hofemann.
Und ich glaube, da fährt er auch immer gern. Das ist eine schöne Strecke für das Auto. Da hat er Platz, anders da wie bei manch anderen Strecke, wo es ein bisschen enger zugeht. Da kann er den Koffer richtig laufen lassen. Und wie gesagt, wir freuen uns alle. Wir hatten einen schönen Erfolg letztes Jahr im September. Und dieses Jahr, denke ich, werden wir noch einen toppen. Und das könnt ihr alle sehen unter entweder MSC Erftal oder Bergrenner Eichenbühl auch im Internet. Ja, da können wir gerne noch die Flyers mit einblenden oder mal zeigen. Und es ist auch was für die VW-Verrückten, für die ganzen Oldtimer-Verrückten, weil da fahren ja nur schöne Einser Golf, Einser Scherogot, Zweier Scherogot, Zweier Golf, Corrado, richtig schnelle Fahrer. Also da hört ihr den geilsten Sound ever von jedem Auto wirklich. Da ist alles dabei. Da sind noch 15 in der Audi, ist alles dabei, glaube ich. Für die Ohren ist es immer noch das schon mal durchspart, weil die Formel 1 hört sich dann immer so schön. Das sind ja auch diese, wie heißen diese kleinen, die ganz flachen? Gruppe C. Die Gruppe C Sportwagen. Was haben die für Motoren drin? Ich weiß. Die mittlerweile haben sie einen V8 drin. Früher haben sie BMW. 2 Liter oder 3 Liter Motor. Ey, aber die drehen, wie hoch drehen die? 15.000 oder was? Ich glaube, der 2 Liter. Zwischen 13.000 und 14.000, 15.000 maximal. Also Leute, unglaublich. Das müsst ihr müsst unbedingt mal Bergrennen besuchen. Also vor allem Eichbühl, ne? Da sind auch viele Zuschauer und alles. Gibt's Eis, Esser, gibt's alles. Und die Autos müsst ihr euch anhören, das ist unglaublich, diese Soundkulisse. Ne? Oder die anderen machen so und immer brrrr. Nee. Man darf nicht vergessen, er dreht 9000, trotz dass er 5,7 Liter hat. Aber der ist richtig laut. Ja? Der ist mehr leiser machen müssen, wir waren zu laut früher. Also ihr müsst es in Eichenbühl erleben, denn Holger zu fahren in Eichenbühl ist der Hammer. Also wir gehen jetzt raus, auf jeden Fall Eichenbühl. Wann ist das? Welches? 9. und 10. September. 9. und 10. September, kommt vorbei, das ist mega. Wir sind für heute auf jeden Fall hier fertig, hier sind die Flyer, das zeigen wir euch auf jeden Fall noch. Bergrennen Eichenbühl, 9. bis 10. September. Hast du es drauf, ja? Ja, hab ich. Vorbeikommen, es ist richtig geil, das macht richtig. Bist du auch da? Klar, ich bin jedes Jahr dort. Oh. Aber oft nicht so lange wegen der Kinder und so, weißt du? Yeah. Was da vorher der so ein Schwiss, dass es immer was Gutes zu essen gibt, guck doch in den Keller mal. Oi. Ich hab abgenommen! Jetzt übertreib mal nicht, wie hast du früher ausgesehen mit so einem Bambi, wie ich rumgerennt? Ich war trotzdem schnell. Ja. Nein, vorbeikommen, vorbeigucken. Für jeden was dabei, definitiv, auf jeden Fall. Was machst du mit dem Flyer? Soll ich da ein paar mitnehmen? Kann ich da ein paar mitnehmen? Ja, klar. Dann lege ich bei mir ein paar hin, da kommen ja immer ein Haufen Leute. Dann nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Die können wir doch. Die hätten, wo wir im Bautzen waren, hätten wir die gebraucht. Ich habe noch dort. Das war nämlich im Bautzen, war es heftig, wie viele Leute da waren. Mhm. Ja. Gut, also, wir hauen nämlich wieder ab. Wir müssen jetzt wieder zurück in die Firma und sowas arbeiten. So, wir sind zurück vom Holger. Es war sehr interessant, oder? Ja, definitiv. Also ich finde so Bergrennautos schon interessant. Ich hätte auch Bock, selber sowas zu bauen und zu fahren. Wird mich schon reizen. Aber da steckt auch so viel Kohle drin. Natürlich. Vor allem auch Erfahrung. Ne? Mein Holger hat ja Erfahrung. Der könnte mir da bestimmt genug Tipps geben. Und Papa, wann sollen wir das machen? Ne? Das ist die Zeit. Wann sollen wir noch ein Bergrennauto bauen? Ja. Unmöglich eigentlich. Ne? So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich fand's mega interessant, was sie da aus dem Opel gebaut haben. Richtig geile Sache. So, und jetzt gehen wir. Wo gehen wir jetzt hin? Nach Hause? Wir gehen nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.